Ein riesiges Grundstück in Alleinlage mit einer großen Hofanlage, direkt zwischen einer Bahnstrecke und einem Naturschutzgebiet gelegen. Genau diesen verlorenen Ort neben einem Bahnübergang besuchten wir an einem kühlen Sommertag. Bleibt dran und rätselt gerne mit, warum dieser Wohnsitz aufgegeben wurde. So, hi. Wir haben es jetzt geschafft. Wir stehen jetzt hier im Innenhof. Und das ist wirklich, es ist größer als ich dachte. Da habe ich auch schon eben eine Waschmaschine entdeckt, da, die da liegt. Und ja, wir gehen jetzt zuerst mal hier in das Wohnhaus rein. Die Treppe wirkt irgendwie so relativ modern noch. Ja, die Tür ist mehr als auf. Okay, hier wurde schon einiges randaliert. Also hier hatte jemand starke Aggressionen gehabt. Boah, ich frage mich ja immer wieder, wie das sein kann. Aber immerhin hier, die Gardinen hängen noch dran. Weiter geht's jetzt hier in der Küche. Sogar noch mit Kühlschrank und den ganzen Schränken. Größtenteils entleert, aber sogar die letzten Teller sind noch heile geblieben. Ich habe ein Rezept gefunden für Teufelsküsse. Was ist das? Ich habe hier bei dem Olivenöl ein Datum gefunden, 2011. Und hier irgendwelches Tütenessen. Auch 2,11. Oh, hier ist voll die süße Karte. Hier einmal, so sieht die von außen aus. Und dann hier ein kleines Tröstepaket mit ganz herzlichen Grüßen von Lydia, Brigitte und Michael. Wir denken ganz fest an dich. Was hier stark auffällt, ist die große Menge an irgendwelchen Schmerzölen und sonstigen Ratiopharm, Tabletten, also überall liegen die hier verstreut. Hier habe ich ein paar Fotoausdrucke gefunden von 2001 und da am Boden liegt sogar das eine oder andere Foto davon. Jetzt haben wir hier mehrere Lungen-CT gefunden. Ich werde jetzt mal extra nicht gegen das Licht halten, damit man dann nämlich alles erkennen kann, also den ganzen Namen und so. Und die sind von 2003, diese Aufnahmen. Und die Person, von der das gemacht wurde, ist jetzt gerade, wenn sie noch lebt, 66 und wird dieses Jahr noch 67, anhand des Geburtsdatums, was da drauf steht.
So, jetzt haben wir hier die Küche fertig und den ersten anderen Raum. Ja, hier der nächste Raum ist nicht sonderlich spannend. Also der halbe Boden ist schon weg. Und hier ist noch so, ja, der Rest vorhanden. Ein Bett und hier noch so eine Couch oder sowas, ein Stuhl. Aber ja, man merkt, es ist nicht mehr im allerbesten Zustand. Gut, unten ist alles fertig. Und jetzt geht's hier nach oben. Es hat hier echt den Anschein, als hätte es hier komplett gebrannt. Hier ist alles schwarz. So richtig Ruß. Ich zeig mal hier gleich den Blick rum. Also hier ist die Treppe und dann. Ist hier wirklich alles so richtig dunkel. Ich gehe mal hier so ein bisschen weiter. Oha, also ich muss mal hier echt gucken, wo ich hier noch stehen kann und wo nicht. Ich glaube, da an der Stelle hat's gebrannt. Also oder halt an mehreren Stellen, aber hier, wenn man auch so sich die Fensterrahmen anguckt, ja. Oder auch da hinten oder hier die ganzen Wände. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was da von Schimmel ist und was jetzt wirklich vom Feuer kommt, aber es sieht sehr, sehr verbrannt aus. Also, und ich glaube, das ist hier Beweis genug. Und auch hier in diesem kleinen Nebenraum, die ganze Decke, alles komplett schwarz und es stinkt hier auch noch richtig krass. Ja, ich finde das immer richtig schade. Dass dann so ein Brand alles auslöschen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass dann wahrscheinlich dieses Haus auch deshalb verlassen wurde. Jetzt mal so meine Prognose. Hier oben gibt es nicht mehr viel zu sehen. Jetzt gehen wir erstmal wieder runter und dann raus in den Innenhof. Was ist eure Prognose? Vielleicht kamen auch mehrere Schicksalsschläge zusammen. Feuer und Krankheit? Man kann nur das Beste hoffen. Wenn man jetzt da vom Haupthaus die Eingangstreppe runtergeht und hier gegenüber in dieses Haus hineingeht, dann steht man einfach in einem weiteren Badezimmer hier mit Dusche, aber sonst ist hier einfach nichts. Oh. Gerade hört man die Schranken, wie sie zugehen, sieht man jetzt auch. Jetzt vom Badezimmer weiter in die nächste Tür rein. Und dort erwartet uns, ja, ein, ja, leerer Raum, aber mit einer Treppe nach oben. Hier oben Platz für theoretische Wohnungen. Es wirkt so ein bisschen so, als wäre das nie ganz ausgebaut worden oder nie ganz fertiggestellt, weil ich meine, der Hof hier, es ist alles ungenutzt. Also auch wieder nach unten. Bisher hatten wir nicht so Glück hier. Vielleicht ja im nächsten Raum. Wohl eher nicht so. Bis auf Graffiti, Pokémon und ups, hier eine schöne Werkbank. Okay, sieht man hier eigentlich nicht viel. Ich würde mal sagen, dass da jemand irgendwann mal geschlafen hatte. Aber sonst ist auch hier der Raum ziemlich ungenutzt. Also ich finde das richtig seltsam. Allein schon diese Aufteilung dieser einzelnen Räume. Ich blick da nicht so ganz durch.
Okay. Hier liegt noch am meisten Zeug drin. Ah, hier ist anscheinend so ein Vorratsraum gewesen mit Priel und Co. Und hier auch noch mal so ein paar Teller, Eierkartons, Geschirr, noch die Überbleibsel hier. Trotzdem echt seltsam hier. Naja, dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum, den nächsten Schuppen, die nächste Hütte, wie auch immer. Wird sich dann zeigen. Der nächste Schuppen, wie auch immer. Hier ist auch absolut nichts zu sehen. Dann weiter. Ja, hier ist auch außer Dachziegel nicht mehr viel übrig. Diese Muschel da zum drin baden, habe ich als Kind auch gehabt. Sehr verwirrend, aber hier ganz hinten im Innenhof steht so eine Bank und der Blick hier so rum ist richtig schön. Also hier, ich setze mich am besten mal da drauf. Wenn sie mich noch aushält, ihr werdet das gleich sehen. Ja, ich sitze. Und jetzt hier, dieser Blick. Einfach traumhaft. Auch wie diese Birke hier gewachsen ist. Voll schön. Hier das Häuschen. Die komischen Ställe oder was auch immer das war. Ach ja, gefällt mir. Ich saß gerade minutenlang auf dieser Bank da hinten und habe einfach diesen Blick in diesen Innenhof sehr genossen. Ach, so schön grün hier, so viel wächst hier alles, verwildert, das gefällt mir total. Ja, jetzt hinter mir eben waren nur noch so ein paar verwachsene, verwucherte Ställe von, weiß ich nicht, Vögeln, Kaninchen, was auch immer. Und jetzt ist noch eine Halle hier vor uns und die wirkt ziemlich beeindruckend. Lasst uns gemeinsam nachgucken, was das genau ist. Eine ganze Scheune ist das hier. Ihr habt es gesehen, eine wunderschöne Scheune, Halle, wie auch immer, mit sehr viel Potenzial. Und dieser Garten hier ist ja sowieso riesig. Also ich musste mal von oben auf der Karte gucken und das so ein bisschen abmessen, wie viel, also wie groß dieses Grundstück wirklich mit allem drumherum ist. Also, boah, es ist wirklich riesig. Ja, genau. Ich glaube, das war soweit alles. Wir haben alles erkundet und gehen jetzt mal hier durch den wunderschönen Garten oder auch vorne rum wieder runter vom Grundstück und dann, ja. Danke fürs Zuschauen, bewertet das Video gerne. Hier ist noch ein paar andere Videos verlinkt und ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Video. Tschüss. Wir lassen diesen Ort mit vielen offenen Fragen hinter uns.
Weiß jemand von euch mehr? Schreibt euer Wissen und eure Vermutungen gerne in die Kommentare.